die Momente, an denen Geschichte gemacht und Geschichte entschieden wird. Wenn das Gute und das Böse all ihre Kraft in die Waagschale werfen, wird das eine triumphieren und das andere unterliegen. Doch das Zünglein an der Waage sind die Sterblichen. Die Entscheidung bringen wir! Hebe dich, Achtgebeinter, Viergehörnter, Diener zweier Herren, Vereiniger der schwarzen Elemente. Du bist das Leben aus dem Leben, der unaufhaltsame Wald, der Baum, der auf der See wurzelt. Erhebe dich, Mahaitam. Erhebe dich im Namen der fünf Elemente, die Agrimot und Charybdorot untertan sind. Erhebe dich und wachse im Namen von Ulkai und Yad-Bred-Ilam. Erhebe dich. 26. Boron. Ihr befindet euch in eurer Kapitänskajüte. 3 Tage sind vergangen. Was wollt ihr tun? Oh, steckt mir da ein Preios Blumenkern zwischen den Zähnen? Ich sehe es gerade nicht. Voltax, muss das hier sein? Ja, es ist sehr bequem hier auf dem Sofa. Nein, ich meine, müsst ihr euch in den Zähnen herumpulen. Ja, eine Zange oder eine Pinzette oder so. Das würde die Sache sehr viel erleichtern. Es würde die Sache für mich erleichtern, wenn ihr das woanders tun würdet. Oh, seht ihr, ich hab ihn. Ja. Ess die doch nicht, das ist ja widerlich. Lecker. Wir müssen wirklich an eurer Etikette falschen. Ach, wieso falschen? Nun ja, ihr habt keine. Ja und? Das hat mich bisher nie aufgehalten. Trotzdem mag mich jeder, weil ich so ein sonniges Kerlchen bin, sagt das man. Das sagt ihr immer wieder von euch. Ich habe von niemand anders gehört bis jetzt. Nur. Sulaimin, ihr mögt mich doch, oder? Ja, ich mag euch, Boltax. Seht ihr? Aber mir 1-0 für mich. Vielleicht trotz eurer Manieren, ne? Offi mag mich auch. Ja, hast du recht. Also. Oh, dann gut. Ich bin mir sicher, unser erster Offizier könnte, wenn er hier wäre, euch einen sehr langen Vortrag über die Manieren in den Kapitänskajüten der Schwarzen Armada erzählen. Ja. Ich bin hier, direkt neben dir. Verzeiht, hattet ihr euch dort hingesetzt? Ich muss euch... Verzeiht, ich muss euch verwechselt haben. Viele neue Gesichter, ihr versteht? Ja, ich verstehe. Aber an die Schwarze Armada reicht dieses Schiff. Hier zumindest von der... Herein! Oh, meine Herren. Ihr könnt erkennen, wie Herrn Nebelklang eintritt. Verzeiht, ich habe nicht gewusst, dass es eine Besprechung gibt. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Schließ die Tür wieder. Nun. Ja, natürlich, Nebelklang. Setz dich. Da drüben auf dem Sessel, da ist noch ein Platz frei. Ja, zu freundlich. Was habe ich verpasst? Hauptsächlich etwas über Preios Blumenkerne und wie beliebt ich eigentlich bin, war. Er möchte sagen, nichts von der Relevanz. Wir wollten eigentlich zum Stand der Vorbereitungen kommen, aber sagt, was habt ihr zu berichten? Nun wenig. Die Geschütze sind soweit einsatzbereit. Wir warten nur darauf, dass die kleine Angroschna fertig wird. Unterdeck. Ich habe zwar schon nachgefragt, sie sagte, viele Bohlen sind ausgetauscht und wurden verbrannt. Der Rest, 5 der Bohlen, liegen eingeschlossen in dem Bereich, der nicht zuträglich ist. Sie wollen ja, das macht sie fein. Später noch erforschen oder so etwas, aber nun, ich bin nur der Geschützmeister und habe dementsprechend wenig zu sagen. Ich wollte euch auch nicht stören, nur einmal zuhören. Ich hatte jetzt gehört, dass ich jetzt dabei sein darf. Hast du schon einen Blick auf den Aal werfen können? Also ich bin ja wahrhaftig stolz, was draus geworden ist. Da sollte mittlerweile einsatzbereit sein.
Ja, selbstverständlich. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht die letzten paar Tage. Ich hatte euch da nicht hineinspuken wollen, aber ausgezeichnete Arbeit, mein Herr. Ja, will ich auch behaupten. Gut, aber sprechen wir über Maraskan. Serpentilio, habt ihr die Tränke, die der Kapitän von euch gefordert habt, bereit? Selbstverständlich, Kapitän. Ich habe den widrigen Umständen, in dem Chemistenlabor, das ihr mir zur Verfügung gestellt habt, zum Trotz die geforderten Antidote herstellen können. Ich hoffe, ihr werdet mit ihrer Qualität zufrieden sein. Nun, das wird sich zeigen, falls wir das Unglück haben, von giftigen Tieren gestochen zu werden. Ich versichere euch, meine Arbeit erfolgt genügt stets den allerhöchsten Ansprüchen. Ich muss allerdings doch darum bitten, endlich dort unten mit ein wenig Zeit komplette durchräumen zu dürfen. Ich weiß nicht, wer dieser Ganazitianer ist, aber er hat keinen Sinn für Ordnung. Zumindest keiner, den ich verstehen könnte. Nun ist euer Labor. Tut und schaltet, wie ihr wollt. Hervorragend. Falls ihr irgendwas braucht, schreibt eine Liste. Dann liegt sie mir vor. Selbstverständlich doch. Wie wollen wir eigentlich weiter mit Canenzintiana verfahren? Der sitzt ja jetzt schon einige Zeit unten in den Zellen. Nun, ich denke, wir können uns darum gerade nicht kümmern. Wir wollen ja heute aufbrechen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht wäre Marcesca Paligan motiviert, dieser Sache nachzugehen. Ihr habt schon mit ihr gesprochen. Ja, das habe ich. Ich habe sie nicht speziell auf Canenzintiana angesetzt, sondern ihr mitgeteilt, dass an der Leiche Spuren dämonischen Wirkens festgestellt wurden und ihr aufgetragen, in unserer Abwesenheit den Mordfall aufzuklären. Mal sehen, wie sie sich anstellt. Ja, mir ist nicht wohl dabei, das Schiff zurückzulassen, wenn wir noch so einen ungelösten Mordfall oder eine Intrige auf dem Schiff momentan zugeht, aber ich denke, eine andere Wahl bleibt uns nicht. Ach, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Gonnach ist ja hier. Bitte aufpassen. Mir ist ebenfalls nicht ganz wohl dabei, die Drachentöter hier in Sinoda zu wissen. Denn sie ist inzwischen, nun ja, ein Schiff mit einiger Bekanntheit. Und ich denke, wenn sie über, wie lange sagtet ihr, soll die Reise dauern? 16 Tage? Hier vor Anker liegt, dann werden einige Leute sich Gedanken machen, wo wir wohl sind und was wir tun. Nun, was schlagt ihr vor? Ich weiß, ihr traut ihm nicht, Abelmir. Aber dieser Kottnas Hahn verfügt doch offenbar über einen verborgenen Hafen, nicht weit von hier. Und ihr wollt unser Schiff dort lassen? Nun, natürlich nicht ungeschützt. Aber wisst ihr, Abelmir, ich habe schon Armeen gesehen, die weniger Mann zählten als das, was wir hier an Bord haben. Und mir gefällt auch der Gedanke nicht, 16 Tage damit zu verbringen, durch den Dschungel zu stapfen. Zum einen, weil es, nun ja, unangenehm ist. Aber was viel wichtiger ist, wir verschwenden Zeit. Und vielleicht ließe sich dieser Prozess abkürzen. Wir wollten nicht mit der Drachentöter zum Friedhof der Seeschlangen fahren. Aber vielleicht könnte Kottnas Hahn uns in der Nähe absetzen. Was auch immer in der Nähe hier heißt. Ja, ein guter Gedanke. So müssten wir mit unserem eigenen Schiff nicht Richtung der Seeschlangen fahren und gefährden dieses auch nicht. Und er ist uns auf jeden Fall noch was schuldig. Kapitän, habt ihr die Karte hier irgendwo, wo sein Stützpunkt auf Beskan eingezeichnet ist? Ich kram mal in meinem Schubladen und hole mal so eine Karte hervor wahrscheinlich und breite ihn mir aus auf den Tisch. So. Und das ist auch nicht nur, dass er uns etwas schuldet, sondern sollten wir am Friedhof etwas ausrichten können, ist es mehr als in seinem Interesse. In der Tat. Und sollten sich auf dem Seeweg Schwierigkeiten ergeben, ist es nicht euer Schiff, das ihr in die Schusslinie manövriert habt. Nun, das kommt hinzu. Wenn wir allerdings, wenn ich euch einen Ratschlag zu eurem ehemaligen Bodderchemisten geben soll, sollte es sich bei ihm wirklich um, mir fehlt das Wort auf Gareti. Jedenfalls, ja, nennen wir es so, einen solchen Handeln
wäret ihr wohl gut daran, ihm nicht mehr Zeit zu lassen als unbedingt nötig, in der er seine Kräfte sammeln und Pläne machen kann. Meiner Treu, er ist ein Paktierer, das wusste ich nicht. Sollte er keiner sein, wäre es doch eine sehr unrechte Sache, ihn länger als nötig dort versauern zu lassen. Ja, das Gleiche sollte nicht bei der Mannschaft herumgehen, Nebelklang. Wir wissen es nicht. Nur Vermutungen. Wie alles, was in einer Offiziersbesprechung besprochen wird, mein Herr. Selbstverständlich, Kapitän, gäbe es Möglichkeiten, diese Wahrheit aus ihm herauszupressen. Aber... Wir nicht foltern. Oh nein, wie unzivilisiert wäre das denn? Was eine winzig kleine Invokation könnte ihn dazu motivieren. Nein. Nun, mehr als vorschlagen kann ich es euch natürlich nicht. Ihr seid ein Dämonenbeschwörer? Nein. Natürlich nicht. Kein Dämonenbeschwörer. Versteht ihr? Schon mal streng an. Zumindest haben wir ihn nicht als solchen eingestellt. Er ist in beratender Funktion und als Alchemist hier. Es ist so aufregend, dass ich jetzt Geschützmeister bin und hierbei teilnehmen darf. Ja. Ich hoffe, ihr wisst. Euer Vertrauen ehrt mich. Das ist furchtbar aufregend, immer und immer wieder. Die langen Besprechungen und das ewige Nörgeln und das Hin und Her. Der einzige Nörgel seid wohl ihr meistens. Ihr legt überraschende Ungeduld an den Tag für einen Erzgeoden? Und auch das Wasser ist mir nah. Verständlich. Nun, die Elemente scheinen einen besonderen Griff um euch zu haben. Also, spricht etwas dagegen, dass wir nach Beskan reisen und das Schiff dort bei Kodnasan verstecken? Einwände? Nein. Also keine. Gut, das ist beschlossen. Wir reisen nach Beskan. Hoffen wir, dass dieser Kotnasan wirklich so vertrauenswürdig ist und nun ja verlässlich ist, wie ihr es beschreibt. Nun, ich denke, wir machen uns vor Ort ein Bild von der Lage, wie die Räumlichkeiten sind, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, ein so großes Schiff wie die Drachentöter dort unterzubringen. Und nun sollten wir uns irgendwie nicht wohl bei der Sache fühlen, wenn wir mit Kotnasan reden, dann können wir immer noch einen Rückzieher machen. Ihr solltet euch fragen, was ihr mehr fürchtet. Eine Sabotage im Hafen von Sinoda oder eine im Hafen des Kotnasan? Und die Antwort auf diese Frage liegt wohl darin begründet, welchen eure Feinde oder Freunde ihr mehr fürchtet. Ich denke, es besteht ein Restrisiko, dass Teile unserer Mannschaft zu ihm überlaufen könnten. Denn er ist für einige eine Art Heldenfigur. Aber ich denke trotzdem, die Hafajas, wie man sie hier nennt, sind wohl das größere Problem. Nun gut. Beskan, also. Ich weiß, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, aber es scheint mir durchführbar. Wenn ihr meine bescheidene Meinung hören wollt, nicht den größten Teil eines Monats zu Fuß durch den Dschungel stampfen zu müssen, ist eine hervorragende Idee, Kapitän. Es bleibt noch abzuwarten, ob uns Kotnasan näher hinbringt oder nicht. Selbstverständlich. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen? Nein. Nichts von Belang, Kapitän. Gut. Wir sollten uns auf jeden Fall hier schon Ausrüstung besorgen und alles, was wir brauchen, falls ihr nicht schon getan habt. Falls euer Säckelchen es erübrigt, würde ich noch gerne weitere Rotzen erwerben. Unsere Männer können das auf alle Fälle leisten. Ich denke so an 10 weitere. Wo wollt ihr die hernehmen? Nun, von eurem Geld. Deswegen fragt euch. Muss ich da irgendwas ausfüllen? Ihr wisst schon, dass es eine beträchtliche Investition ist. Nun, ich habe gehört, ihr seid Helden und bekommt das Geld von Zorgern. Von den Madawasari, habe ich gehört. Nun ja, wir wollen es auch sinnvoll einsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir 10 zusätzliche Rotzen brauchen. Nun, mehr Feuerkraft ist immer besser als weniger Feuerkraft. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Er hilft viel, von nichts kommt nichts und was weg ist, ist weg. Abel, mir bezahl den Mann. Nein. Wir haben gerade mal genug Mann, um eine Breitseite zu bemannen. Seht ihr?
Das ist eine kluge Entscheidung. Man sollte nichts ausgeben, was man nicht brauchen kann. Aber einige leichte Rotzen könnten wir wirklich gebrauchen, Kapitän. Ich würde nur nicht empfehlen, dass wir die kaufen, sondern dass wir die selber gießen. Achso, ich dachte, ihr wollt sie klauen. Das wäre auch eine Option. Wie wollt ihr auf einem Schiff eine Rotze gießen? Die Metallteile dafür. Will ihr was verraten? Wir haben doch den maraskanischen Stahl unten, oder nicht? Oder soll der verhandelt werden? Wir brauchen trotzdem eine Gießerei und einen vernünftigen Schmied. Nun, ich setze viel Vertrauen in den Ingrim Geweihten. Wenn der Kapitän wünscht, könnte ich selbstverständlich meine Künste der Sache leihen. Dies würde die Notwendigkeit eines Hochofens eliminieren. Ja, als Elementarist könnte ich da natürlich sicherlich auch was machen. Vielleicht sollten wir diese Thematik auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Ich wollte es nur angemerkt haben. Ihr fragt, ob noch irgendwelche Punkte sind. Und jetzt, wo ich hier sitze, wollte ich die einfach mal benennen. Ist notiert. Herzlichen Dank. Wie ist denn so die Stimmung in der Mannschaft? Nun, ich weiß nicht viel. Allerdings macht die Eirik-Verschwörung den Matrosen und vor allem den Pionieren zu schaffen. Ah, sehr gut. Wir werden Gegenmaßnahmen dagegen einleiten. Wie äußert sich das denn? Ihr sagt jetzt, sie leiden darunter. Nun, selbstverständlich. Dieses Bündnis der Mannschafter gegen den Rest ist schwierig. Und zwar weiß der Kaplan Hasswolf, sie einzusperren, aber sie lachen sich ins Fäustchen. Was? Die Mannschaft tritt nicht als Einheit auf? Es gibt unterschiedliche kleine Gruppierungen bei uns? Nun, das ist es ja. Sie sind eine Einheit, zumindest die Alriks. Ja, die ganze Mannschaft sollte eine Einheit sein und nicht irgendwelche dahergelaufenen, die sich Alriks nennen. Aber. Das ist doch leicht zu lösen. Ja? Hat denn überhaupt niemand von euch Kreativität? Nun, wir nehmen einige von diesen Alriks und wir räumen einigen von diesen Alriks Sonderrechte ein. Die anderen dieser Alriks, die werden sich fragen, warum die einen der Alriks diese Sonderrechte bekommen haben und wie sie auch an diese Sonderrechte kommen. Das sorgt für Missgunst unter dieser Fraktion der Alriks und sie wird sich schneller zerstäuben, als man eigentlich denken kann. Es sorgt vor allem für Missmut unter der Mannschaft. Ich halte das für keine gute Idee. Ihr solltet betrachten, dass jetzt gerade auch die Situation Missmut unter der Mannschaft erzeugt. Ein Nichtstun wird euch dies also nicht ersparen. Nur richtig. Macht die Redelsführer aus, fällt nicht und bestraft sie mit ein paar Peitschenhieben. Selbstverständlich. Nun, das ist einfach. Ihr Redelsführer ist immer Alrik. Was wollen diese Alriks denn? Sich ins Fäustchen lachen. Sollten sie eine Bestrafung kassieren und eingesperrt werden, dann nehmen sie das dankbar hin und lachen sich danach ins Fäustchen. Dies erscheint mir keine hinreichende Motivation zu sein. Seid ihr sicher, dass eine solche Verschwörung tatsächlich existiert? Ja, selbstverständlich. Wir bekommen es doch mit, wenn Hasswolf mal wieder die Hand ausrutscht und er sie dann nach unten bringt. Haben Verschwörer nicht gemeinsam irgendein Ziel? Sich über uns lustig machen. Das ist doch kein Ziel, das ist albern. Ja, es gibt Schelme, die machen das sehr gerne. Ja, wusstet ihr, dass ich einen Zauber der Schelme kenne? Oh, ja. Interessant. Ich muss ihn euch bei Gelegenheit demonstrieren. Was nun, Kapitän, ihr redet für eine Sache bei jetzt. Verzeiht, ihr habt natürlich recht. Nun, die Redelsführer einer solchen Beschwörung ließen sich sehr einfach ausfindig machen. Mit einer winzig kleinen Invokation. Nein, ich sagte keine Invokation. Habt ihr etwas auf den Ohren? Nein, Kapitän, ich halte es nur für gut und billig, euch darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten bestehen. Außerdem scheinen sie nicht bekannt zu sein, wenn Hasswolf sie diszipliniert und einsperrt. Ich gebe wiederum zu verstehen, räumt ihnen einfach Sonderrechte ein. Das wird ein Keil zwischen sie treiben. Doch, das funktioniert. Ja. Jeder, der sich zu dieser Alrik-Gruppierung hinzugehörig fühlt, wird einfach täglich an den Mast gehangen und ausgepeitscht. Nein, da das will auch nicht. Nein. Lass sie weiter ein bisschen bestrafen. Falls es bis Grundschirm nicht besser wird, setzen sie sie an Land aus. Ich schlage so verstanden. Alternativ möchte ich noch einmal die Meldung machen, dass es illegale Hahnkämpfe im Rumpf des Schiffes gibt.
Ja, da habe ich schon etwas verdient. Ich habe auf den richtigen Hahn gewettet. Ich muss euch sagen, naja, das ist... Ich denke nicht, dass es der Ordnung im Schiff zuträglich ist, wenn ihr als führender Offizier bei solchen Dingen zuwegegen seid. Ja. Stille Duldung durch den Kapitän oder nicht. Zumindest der Anschein muss aufrechterhalten werden. Ich denke, wir sollten uns sehr genau überlegen, welche Maßnahmen wir treffen, bevor wir das Schiff alleine lassen. Also der Hahnkampf ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Man muss nur auf den richtigen wetten. Nun, wenn ihr die abgerissenen Hähnchen im Unterdeck und das ganze Blut gesehen habt, ich denke schon, dass es schlimm ist. Es geht um die Disziplinlosigkeit. Ein totes Huhn hin oder her. Sowas können wir uns nicht bieten lassen. Ich hab's euch schon gesagt, das war das letzte Mal. Aber es ist das Trollzacker-Deck und ich muss sagen, den Trollzackern macht es eine wirklich große Freude und eventuell würde es sie sehr verstimmen, wenn die Hahnenkämpfe nicht mehr stattfinden würden, nicht wahr, Rafim? Warum habt ihr ein ganzes Deck für 6 Leute, so groß sie auch sein mögen? Es waren mal mehr. Ja, der Rest ist tot. Ja, das mit dem Trollzacker-Deck hat sich wohl erübrigt, sobald wir in Konchom anlanden und neue Krieger, neue Söldner uns holen, dann gibt es keinen Trollzacker mehr. Zumindest wäre es klug, bis Kunchom zu warten, bis ihr die Hahnkämpfe einstampft. Baldak sorgt dafür, dass keine Überbleibsel mehr vorhanden sind nach den Kämpfen. Ja. Macht es diskret. Natürlich. Gut, dann wäre das erledigt. Sonst noch etwas? Nein. Gut. Also, Beskan. Ich hebe mich dann von meinem Tisch und warte, dass die anderen auch aufstehen. Gut, ihr könnt euch dann nach und nach verabschieden, wenn ihr mögt, zerstreuen. Die Befehle werden weitergegeben und weil Hasswolf in seiner eigenen Kajüte ist, wird Dottore einmal wieder das Segel übernehmen und gemeinsam mit Kapok in Richtung Beskan segeln. Nur wenige Stunden von Sinoda entfernt. Was wollt ihr derweil tun? Ich würde gerne mit Serpentilio sprechen. Mord, Markus. Nun, es geht um etwas, das mich schon länger umtreibt. Ja, sicher doch. Könnt ihr dies darüber stellen? Danke sehr. Ja, hierhin? Nein. Einfach aus dem Weg. Ja. Was genau treibt euch um? Geht es um euren, sagen wir, speziellen Themenkomplex? Nein. Noch um etwas ganz anderes. Wisst ihr, vor längerer Zeit, da war ich einmal in Janka gewesen. Und Janka, in Oron, nicht wahr? Ja, richtig. Oronische Halbinsel. Unsere gute Zulamin ist dort jetzt die Vesira geworden. Und als wir die Stadt eingenommen haben, haben wir ein merkwürdiges Bild gefunden. Auf diesem Bild, nun, mit einem Blick in die Vergangenheit, konnte ich erhaschen, dass dieses Bild wohl etwas beherbergt. Unschöne Dinge. Ihr meint eine gebundene Intelligenz? Gewissermaßen ja, den Urheber des Bildes. Außerdem lassen sich wohl nur Rückschlüsse darauf ziehen, dass besagter Urheber ein Magiergraf von Edas gewesen ist. Wir haben auch den aktuellen Grafen festgesetzt und zur Rechenschaft gezogen. Und es ging irgendwie um ein Tetraeder, das die Sphären aufspaltet. Habt ihr von so etwas schon mal gehört? Habe ich von sowas in Magikunde 16 schon mal gehört? Nein. So etwas wäre mir nicht bekannt. Wobei ich zugeben muss, auch kein Sphärologe im Sinne eures Wortes zu sein. Nun, habt ihr... Sagt euch der Gürtel der Widersacherin etwas? Das benutzt Zulamin sehr gerne in diesem... Ich nehme an, sie spielt auf den... Der Kapitän würde nicht wollen, dass ich den Namen ausspreche, jedenfalls ein Teil des Frevlergewandes an. Gehe davon aus, dass es sich darum handeln könnte. Aber was die solchen Teile machen, ist zum größten leider sehr schlecht dokumentiert. Der ist Arion Paligan tatsächlich auch am meisten, man muss tatsächlich sagen, größtenteils durch die unermüdlichen Anstrengungen eures Kapitäns. Und selbstverständlich die Dämonenkrone, die aber leider nicht mehr uns Sterblichen zur Verfügung steht.
Nun, ich würde nicht von leider sprechen, als ich in die Vergangenheit geblickt habe und dieses Bild durchlaufen sah, sah ich auch Borbarat. Also, ich bin eigentlich ganz froh, dass die Dämonenkrone nicht mehr ist. Wenn man bedenkt, welch Unheil er über die Sphäre gebracht hat, ist dies eine nachvollziehbare Einstellung. Nun. Manchmal denke ich. Nein, es ist nicht wichtig. Nun, was denkt ihr? Verzeiht. Wandernde Gedanken. Sprecht frei. Nun, es ist die Frage: Hat Borbarat die Krone verdorben oder die Krone Borbarat? Nun. Wie kann jemand etwas Verdorbenes noch mehr verderben? Das ist die Frage, nicht wahr? Ein Werkzeug ist am Ende des Tages eigentlich nur ein Werkzeug. Nun, alles Dämonische ist ungeschaffen und chaotisch. Es ist nicht Teil der Schöpfung und damit nicht Teil der Harmonie. Ah, tatsächlich, da mögt ihr recht haben. Aber wie ihr, wenn ich euren Berichten entnehmen kann, sicherlich aus erster Hand bezeugen könnt, sind die einzelnen Splitter der Dämonenkrone durchaus stofflich. Das ist wohl wahr, aber und wenn auch sie stofflich sind, müssen sie, post ipso facto, selbstverständlich eine stoffliche Komponente haben und damit in dieser Sphäre manifest sein. Und damit können sie nicht vollständig Substanz des Chaos sein. Nun. So wie ein Beschwörer aus dem Chaos der siebten Sphäre dann die Gestalt des Dämons formt, so aber hat der 13. aus dem Chaos der siebten Sphäre die Dämonenkrone geformt. Aber ist ein Dämon nicht auch stofflich? Kann er euch nicht auch schlagen? Der Dämon kann euch schlagen, ja. Aber was ihr erfahrt, ist die Interaktion mit der gegebenen Form, die der Beschwörer ihn verlieren hat. Nun, und hat nicht etwas dieser Dämonenkrone dann die gegebene Form verliehen? Der 13. Erzdämon. Ihr sprecht vom Herrn der Zeit? Nicht der 13. gehörte, ich spreche vom 13. Erzdämon. Den Namenlosen. Nun, das macht keinen Sinn. Wenn ein Dämon stofflich ist und die Dämonenkrone stofflich ist, nun. Hm. Genau darauf spiele ich doch an. Wenn ihr einen Dämon ruft und ihm eine Form gibt, wird er geordneter. Und dadurch, dass er dann geordnet ist, kann man ihn beherrschen. Nun, aber genau erst dadurch, dass ihr ihn ruft, ist er überhaupt hier. Ansonsten wäre er in der Niederhölle, wo er hingehört. Nun, was denkt ihr, wo Borbarat Xamanoth die Krone her hatte?